Hallo meine lieben Leseratten da draußen. Ja, ich dachte mir, ich muss mal wieder ein Neuzugänge-Video machen, da ich glaube, das letzte irgendwo im Oktober oder so verschollen geblieben ist, beziehungsweise ich im Moment nicht so viel kaufen konnte zu der Zeit, aber ich habe jetzt für Mai mir doch mal so vier Bücher und einen Manga geleistet. Dann sage ich auch mal, fangen wir an. Dann fangen wir auch gleich mal mit Seraph of the End Band 1 Vampire Range an. Ich kenne den Anime schon halbwegs, also ich kenne den Anime schon auf Japanisch und dachte mir, als ich das gelesen habe, dass Kaze das natürlich nach Deutschland bringt, dachte ich mir, ja, den Manga musst du dir holen. Und das gute Ding hat 6,95 € gekostet. Ich nehme mir natürlich die Serie auch auf Deutsch auf, weil ich einfach die Charakter sehr gerne habe. Ja, dann habe ich mich auch endlich mal wieder dazu entschlossen, von Kathi Reich Hals über Kopf zu kaufen. Ist im Heiner Verlag erschienen und hat 9,99 € gekostet. Das Ganze ist ja die Vorlage für Bones, die Knochenjägerin. Und ich bin mal gespannt. Hab jetzt nicht mal gezählt, welches das ist. Ich glaube, das 9. war davon. Weil mir die Cover einfach gefallen und die anderen Cover, die gefallen nicht so, die sie da für die anderen auch haben. Ich glaube, die hatten 4 Bücher, die ich gerne hätte. Aber ich habe mich eher für das entschieden und jo. So, dann habe ich mir auch den zweiten Teil von Trudy Carnavals, die Gilde der schwarzen Magier, die Novizin gekauft, da mir der erste Teil, als ich den schon angefangen habe, gut gefallen hatte und dachte mir, ich möchte ganz gerne wissen, wie es weitergeht mit Roten, Sonja und ihre Ausbildung. Und ich dachte mir, das gute Stück, das kommt für 9,95 € und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat. Ich glaube ein bisschen mehr als ja, fast 600 Seiten hat das Ganze und dafür ist es eben auch in eine Tasche gewandert. Dann, weil ich von dem Cover und auch von der Geschichte auf Englisch so begeistert war, habe ich mir City of Ashes, The Shadowhunter Chronicles Teil 2 von Cassandra Clare geholt und mal gucken, in welchem Monat ich das Buch lese. Auf jeden Fall, ich finde diese Cover richtig genial und bin halt auch überzeugt, dass ja, dass es auf Englisch mir besser gefällt als auf Deutsch irgendwie. Ja, ich komme jetzt auch schon zum letzten Buch, was ich wirklich schon sehr, sehr lange haben wollte, aber ich mir einfach das nicht kaufen konnte, weil es so teuer war. Und zwar rede ich von Der letzte Drachen Weltenmagie von Alan P. Roberts aus dem Goldman Verlag. Das ganze Teil kostet 13 €. Also hat mich 13 € gekostet und es ist einfach nur so genial. Das Cover hat mich schon angesprochen und ich glaube, hier geht es halt ja, um Drachen. Dann geht es, glaube ich, um irgendwie um Zauberer, Nebelhexe und irgendwie um Elfen oder so. Auf jeden Fall, mir wurde auch gesagt, dass das auch total genial sein soll und ich freue mich, das auch schon richtig, richtig genial, also ich freue mich, das auch zu lesen, wenn mich auch ein Buch packt und es trotzdem über 460 Seiten hat, also das Ganze hat 468 Seiten und das mir richtig gut gefällt, wird das wahrscheinlich in einen Rutsch
durchgehen und auch fertig sein. Und ich brauche im Moment auch Abwechslung mit den Lesungen auch. Ich bin eh im Moment durch. Ja. Von Hexen zu Shadowhunter, von Shadowhunter zu Dämonenfinger, also da bin ich einfach komplett durch. Also ich gehe wirklich ganz durch. Ja, wie gesagt, das ist jetzt mal ein ganz kleiner Neuzugänge-Video für den Mai. Ich hoffe, ich kann für Juni und so auch mal wieder mehr machen, dadurch, dass man mehr Geld hat. Geht ja auch nicht. Tschüss!